Forelle aus dem Rieslingsud. 4 küchenfertige Forellen e 250 Gramm Saft von einer Zitrone, einige Tropfen Worcestersauce, Salz, Pfeffer aus der Mühle. Für den Sud. 1 Gemüse- oder Fischbrühe 500 ml badischer Riesling, 600 ml Weißweinessig, 4 bis 6 Schalotten, 2 Karotten, 1 Stück Sellerie, 1 Stange Lauch, 1 gespickte Zwiebel mit Lorbeerblättern und Nelken, einige Pfefferkörner, einige Wacholderbeeren, 4 Portionen Preis Elbersahne Meerrettich, Salatblätter, Petersilienzweige und Zitronenecken zum Garnieren. 1. Die Forellen unter fließendem Wasser waschen, trocken tupfen, mit Zitronensaft und Worcestersauce beträufeln. Mit Salz und Pfeffer würzen und im Kühlschrank 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. 2. Die Gemüse- oder Fischbrühe mit dem Rieslingsekt und dem Weißweinessig in einen Topf geben und zum Kochen bringen. 3. Die Schalotten schälen und klein schneiden, das Gemüse ins Brikett putzen, waschen und in feine Streifen schneiden, mit der gespickten Zwiebel, den Pfefferkörnern und den Wacholderbeeren in den Sud einlegen und zum Kochen bringen. 4. Die Forellen in den Sud legen und 15 bis 18 Minuten garziehen lassen. Nach Ende der Garzeit die Forellen vorsichtig aus dem Sud nehmen und mit dem Gemüse und etwas Sud dekorativ anrichten. Den Preis Elbersahne Meerrettich dazu geben. Mit Salatblättern, Darmhirschbraten, Zwiebeln und Zitronenecken garnieren und 2 Kilogramm Darmhirschbratensalz, Pfeffer aus der Mühle, 2 bis 3 EL Butterschmalz, 250 ml Gemüse- oder Fleischbrühe, 125 ml Weißwein, 2 bis 3 EL Honig, 2 bis 3 EL mittelscharfer Senf, 2 bis 3 EL Semmelbrösel. Für das Gemüse: 2 Karotten, 2 Spitzpaprikaschoten, 1 Stück Stelldensellerie, 100 Gramm Pastinaken, 300 ml Gemüsebrühe, 100 ml süße Sahne, Speisestärke zum Binden, Saft von einem Zitrone, einige Tropfen Worcestersauce, 200 ml gebundene Wildsoße. Fertigprodukt: Kräuterzweige zum Garnieren. 1. Den küchenfertigen Darmhirschbraten waschen, trocken tupfen, mit Salz und Pfeffer würzen. Das Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und den Darmhirschbraten darin rundherum Farbe nehmen lassen, herausnehmen und in einen gewässerten Tontopf legen. 2. Die Brühe und den Wein angießen. Den Tontopf verschließen, in den kalten Backofen stellen, auf 180 bis 200 Grad Celsius einstellen und 20 Minuten erhitzen. Das Backrohr auf 160 Grad Celsius zurückschalten und den Braten in 70 bis 80 Minuten garen. 3. Den Braten aus dem Ofen nehmen und auf ein Backblech setzen. Honig, Senf und Semmelbrösel verrühren, gleichmäßig auf dem Braten verteilen und diesen unter dem Grill goldgelb überbacken. 4. Das Gemüse putzen, schälen und in Würfel schneiden. Die Gemüsebrühe in einem Topf erhitzen. Das Gemüse sortenweise darin bis fest garen, herausnehmen, gut abtropfen lassen und warm stellen. 5. Die Brühe bei starker Hitze auf die Hälfte einreduzieren lassen. Die Bratensoße und die Sahne einrühren, aufkochen lassen und mit etwas angerührter Speisestärke leicht binden. Die Soße mit Zitronensaft, Worcestersauce, Salz und Pfeffer abschmelken. Das Gemüse in der Soße erhitzen und nachwürzen. Anrichten, den in Scheiben geschnittenen Braten darauf legen, mit der erhitzten Wildsoße überziehen, ganz mit Kräutern garnieren und servieren. 1 Küchenfertige reicht man gebraten 2,5 Kilogramm Salz, Pfeffer aus der Mühle, 1 EL gerebelte Beifuß, 1 EL Majoran, 1 EL Thymian für die Füllung. 1 bis 2 EL Butter, 2 Zwiebeln, 4 säuerliche Äpfel, Saft von einem Zitrone, 100 Gramm getrocknete Pflaumen, 100 Gramm getrocknete Rosinen außerdem. 500 bis 800 ml Gemüsebrühe, Speisestärke zum Binden. 1. Die küchenfertige Gans unter fließendem Wasser waschen, trocken tupfen und das überflüssige Fett und den Bürzel abschneiden. 2. Die Gans innen und außen mit Salz, Pfeffer, Beifuß, Majoran und Thymian kräftig würzen.
Die Gewürze mit der Hand innen und außen einreiben. Drittens. Für die Füllung die Butter in einer Pfanne erhitzen, die Zwiebeln schälen, fein hacken, ins Fett geben und garstig schwitzen. Die Äpfel schälen, entkernen, in Würfel schneiden, mit den Zwiebeln vermischen und in eine Schüssel geben, mit Zitronensaft beträufeln. Fünftens. Die Pflaumen klein schneiden, mit den Rosinen zu den Äpfeln geben und die Gans damit füllen. Sechstens. Die Gans mit Küchenschnur zunähen und mit etwas Gemüsebrühe oder Wasser in einen Bräter setzen. Siebtens. Anschließend die Gans im auf 180 bis 200 Grad Celsius vorgeheizten Backofen 2 bis 2,1/2 Stunden garen. Während der Garzeit öfter mit Gemüsebrühe ablöschen und mit dem entstehenden Bratensaft begießen. Achtens. Kurz vor Garende mit einer Spicknadel zwischen Keule und Brust mehrmals einstechen, damit das Fett ablaufen kann und Sie die Garprobe machen können. Neuntens. Sobald aus der Gans nur noch klarer Bratensaft ausläuft, ist sie vollständig gegart. Zehntens. Anschließend die Soße entfetten, mit etwas angerührter Speisestärke leicht binden und nochmals nachwürzen. 400 ml gefüllte Gans mit 425 g Zucker und Rotkraut. 1 MSP. Salz 5 Eier. Außerdem 2 Ml Butter 2 bis 3 Ml Zucker. 50 ml Orangensaft, 250 Gramm Himbeeren, TK-Produkt, einige Tropfen Orangenlikör Schokoraspel, Kapstachelbeeren und Mehlisse zum Garnieren, Puderzucker zum Bestäuben. Kokosnussflan. Erstens. Die Kokosnussmilch mit dem Zucker und dem Salz in einem Topf erwärmen und so lange rühren, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Zweitens. Die Kokosnussmilch vom Herd nehmen, abkühlen lassen, die Eier kräftig darunter schlagen. Die Maße in feuerfeste Förmchen füllen, ins erhitzte Wasserbad stellen und im auf 160 Grad Celsius vorgeheizten Backofen in 30 bis 35 Minuten stocken lassen. Drittens. Die Butter in einer Pfanne erhitzen und den Zucker darin leicht karamellisieren lassen. Viertens. Den Orangensaft angießen und den Zuckerkaramell loskochen. Die Himbeeren dazugeben und aufkutschen lassen. Die Soße durch ein Sieb streichen und mit Orangenlikör aromatisieren. Fünftens. Den Kokosnussflan aus dem Wasserbad nehmen, vollständig erkalten lassen. Die Himbeersoße auf Tellern anrichten und den Kokosnussflan darauf stürzen. Sechstens. Mit Schokoraspeln bestreuen, mit Kapstachelbeeren und Mehlisse garnieren, mit Puderzucker bestäuben und sofort servieren.